Jo Leute und willkommen zu einem neuen Video und das ist heute etwas Spezielles, denn wir suchen euch, beziehungsweise wir suchen dich. Und wofür suchen wir dich? Und zwar für das Game of Event, was bald starten wird und von GitHub beziehungsweise itch.io gehostet wird. Dabei geht es darum, innerhalb eines Monats, und zwar vom 1. November bis zum 1. Dezember, ein kleines Spiel zu entwickeln, ein Indie-Game, welches dann auf GitHub beziehungsweise itch.io gehostet wird und unter allen Teilnehmern gewotet werden kann. Und dann kann halt ein Titel gewinnen, beziehungsweise die Spiele werden dann auch präsentiert und so weiter. Und da hatte ich halt einfach richtig Bock, dieses Jahr mal mitzumachen. Auch einfach, weil ich mal Bock hatte, ein Game zu erstellen. Und da dachte ich mir, am besten ist das Ganze, wenn wir das in einem Team machen. Und dafür suchen wir halt einfach noch ein paar Leute. Wir suchen zum einen noch ein paar Entwickler, die sich am besten mit JavaScript auskennen sollen. Wir werden höchstwahrscheinlich hier mit dieser Engine arbeiten, mit Facer. Ich habe damit zwar noch nie gearbeitet, aber ich finde das ganz interessant. Ich habe mich durch die Dokumentation schon ein bisschen durchgelesen. Scheint alles sehr cool zu sein und ja, hab einfach auch mal Bock, mich mit ein bisschen was Neuerem zu beschäftigen anstatt Unity. Deswegen solltet ihr euch so ein bisschen mit JavaScript, generell auch mit der Programmierung auskennen, auch ein bisschen wie man mit Web-Frameworks und sowas arbeitet. Am besten habt ihr ein GitHub-Profil, wo ihr vielleicht sowas schon mal gemacht habt, irgendwas mit Node.js oder so, damit wir uns da einfach einen kleinen Überblick schaffen können. Und auf jeden Fall solltet ihr natürlich Bock drauf haben. Des Weiteren suchen wir noch zwei Designer, die sich um so Sachen kümmern wie Sprites erstellen oder Hintergrunddesigns, generell Logos oder Textures, alles was halt so designtechnisch anfallen würde, dass wir da ein paar Leute haben, die sich damit auf jeden Fall gut auskennen. Und des Weiteren suchen wir noch ein bis zwei Audio-Designer bzw. Audio-Engineer, sage ich jetzt einfach mal, die sich darum kümmern, Sounds zu erstellen bzw. Musik. Wir können uns da natürlich auch einfach freies Zeug runterladen, aber cool wäre es natürlich, wenn wir da wirklich das Zeug selbst erstellen können und ein paar Leute hätten, auf die wir zugehen können und sagen können, jo, hier wäre das möglich, das so in etwa umzusetzen. Dafür haben wir den guten Basti bzw. Psycho schon im Boot, der ja sowas auch schon für ein anderes Projekt macht. Und das auch sehr erfolgreich und sehr gut. Deswegen bin ich auf jeden Fall froh, dass du mit dabei bist. Aber falls ihr da Bock habt, könnt ihr auf jeden Fall auch mit einsteigen. Wo ihr teilnehmen könnt, dazu findet ihr Links in der Videobeschreibung. Beziehungsweise geht einfach mal auf meinen Discord, zekro.de/discord und schreibt mich einfach an. Und dann komme ich schon auf euch zu und wir besprechen das Ganze dann auf unserer eigenen Guild, die wir dafür erstellt haben. Da bekommt ihr dann auch alle weiteren Informationen. Also falls ihr Bock habt, schreibt mich einfach an oder schreibt es in die Kommentare, irgendwelche Kontaktmöglichkeiten und dann, ja, werden wir weitersehen. Also wie gesagt, das Ganze beginnt in 5 Tagen. Ihr könnt aber auch noch ein bisschen später teilnehmen. Ich werde das Video noch so lange online lassen, bis dieses Event beendet ist. Falls später noch ein paar Leute mit einsteigen wollen, ist das auf jeden Fall, denke ich mal, möglich. Und ansonsten, es wird halt am 1. November dann das Thema veröffentlicht, nachdem so ein bisschen das Spiel gerichtet werden soll. Und ja, ansonsten, alle Infos auch hier zu der ganzen Sache findet ihr nochmal in der Videobeschreibung. Und falls ihr Bock habt mitzumachen, meldet euch auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich habe mir auf jeden Fall auch schon mal überlegt, jetzt hätte ich fast vergessen zu sagen, wenn wir das Ganze natürlich machen, habe ich mir schon überlegt, dazu auch Videos zu machen, wie der momentane Stand so ist und vielleicht auch ein paar Videos, wie wir daran entwickeln, vielleicht auch Dev-Streams, ich weiß es nicht. Ich denke mal, da kann man ganz coole Sachen draus machen. Ich meine, so eine Spielentwicklung ist ja auch aufwendig und dazu kann man, denke ich mal, auch ein paar Videos dann bringen. Vielleicht auch momentan Status-Videos oder sowas. Dazu lassen wir uns auf jeden Fall was einfallen. Ich habe da auf jeden Fall richtig Bock drauf, deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch da mit beteiligen würdet. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und bis dann, liebe Leute. Auf Wiedersehen.